Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier aus Konstanz am Bodensee. Wir sind am DKV Campingplatz und ich mache euch einfach mal einen kleinen Platzschwenk, denn wir sind hier nur für eine Nacht auf die Durchreise ins Wallis. Aber trotzdem hat dieser Campingplatz eindeutig Eindruck bei uns hinterlassen. Der ist von zwei Frauen geführt, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Und die sind relativ krachert, aber gleichzeitig trotzdem irgendwie sehr freundlich und familiär. Und ja, wenn ihr mal in der Nähe seid, ich würde sagen, es lohnt sich einfach, einen Schwenk vorbeizuschauen. Für mich war das definitiv eine coole Nacht, ein cooler Eindruck. Und ja, zuerst hieß es, für eine Nacht weisen würde ich doch erst gar nicht ein. Und dann hat sie mir sogar noch geholfen, auf die Keile drauf zu kommen. Also finde ich wieder mega, mega cool. Und das ist alles ziemlich klein, aber eben trotzdem irgendwie verdammt nett. Schaut es euch einfach mal selber an. Das hier ist der Parkplatz vor dem Campingplatz. Hier kann man quasi jederzeit herfahren. Die Zeiten waren dann von 9 bis 12, glaube ich, und dann erst wieder von 15 bis 19 Uhr. Deswegen stand ich schon 2 Stunden hier davor, war aber kein Problem. Hier drüben ist dann die Anmeldung und so ein kleines Café. Wer mehr essen will, kann zum Campingplatz nebenan. Ich weiß nicht, ob die irgendwie zusammengehören, aber jedenfalls wird dafür direkt geworben. Hier drüben dann Waschhäuschen, Toiletten. Alles sauber, relativ klein, aber war immer genug Platz. Anstehen musste ich zum Glück nicht. Und da hinten seht ihr Blick auf den Bodensee. Ist natürlich mega schön. Und man kommt übrigens auch direkt von dem Campingplatz aus auf den See. Ah ja, für alle, die sportlich was machen wollen, Tischtennis gibt es auch. Und hier wird eben das Restaurant am Campingplatz daneben angeschrieben. Das haben wir allerdings nicht getestet. Da seht ihr, wie ich die Nacht verbracht habe. War echt perfekt. Keine Klagen. Ruhig, angenehm. Wettermäßig haben wir auch Glück gehabt. Und hier eben der schöne Bodensee. Und da hinten geht es eben direkt aus dem Platz raus zum See runter. Und wer will, hat dann auch gleich ein schönes, großes Strandbad nebenan. Also, das war's auch schon. Schreibt mir gerne mal, wenn ihr schon hier wart. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Konstanz selber ist ja auch mega nett, wenn natürlich auch sehr touristisch. Da brauchen wir keinen Hehl draus machen. Aber wunderschön. Jetzt laufe ich gerade mal noch vor. Vielleicht kriegt ihr noch einen besseren Schwenk auf den See. Und dann war's es wirklich, würde ich sagen. Weg am Platz vorbei und eben, wie schon gesagt, zum See runter. Das andere war dann der Campingplatz nebenan. Und so schnell seid ihr auch am See unten. Also wirklich ein sehr, sehr nettes Plätzchen. Wenn er keinen direkten Seezugang hat, man muss keine Straße queren. Es ist hier extrem ruhig. Hier ist einfach nur ein Fußballfeld nebenan. Und dann, wie gesagt, seid ihr schon unten am See.